Also ich war, wie alt war ich? Keine Ahnung, Kindergartenalter. Da hat mein Vater wirklich damals ein Pony ausgeliehen und uns eine Runde durch den Wald geführt. Und ja, das war vielleicht so der kleine Anfang. Ich habe dann damals in der ersten Klasse eine Freundin kennengelernt, die ritt. Und das fand ich toll. Ich war schon immer sehr tierbezogen im Allgemeinen, aber naja, wie es vielleicht als Mädchen so ist, Pferde waren auch toll. Und ja, dann durfte ich auch anfangen zu reiten. Also ich, sagen wir mal so, ich habe alles gehabt. Das habe ich mir auch sehr gewünscht. Auch ja, London oder quasi die Olympischen Spiele war schon ein Traum. Aber ich würde es auch sofort wieder tun. Es war sehr schön. Aber man kann auch nichts erzwingen, es muss passen und der Moment muss passen. Und ich würde auf jeden Fall darauf hinarbeiten. Ich bin ehrgeizig, ich glaube, ich bin nicht ja, zwanghaft ehrgeizig oder so, aber doch, ich hatte schon Spaß, das nochmal zu tun. Ich bin auf das, was ich mit Demsee erreicht habe, einfach nur stolz. Er ist mit 14 Jahren zu mir gekommen und das ist wirklich jetzt, um einen Reiterwechsel vorzunehmen, gerade dann auch vielleicht noch beim Hengst, spät. Ich habe schon immer bei ihm gesagt, er ist das charakterstärkste Pferd, dem ich je begegnet bin. Und solange wir es schaffen, eigentlich alles 100% top zu haben, kann ich auch von ihm 100% erwarten. Ich weiß, er gibt sie mir. Das heißt Weltfest des Pferdesports und das ist es irgendwie auch. Aachen ist ein echt ganz, ganz, ganz besonderes Turnier und ich kenne auch so nichts Vergleichbares eigentlich. Es ist irgendwie schön, wenn man ein kleiner Teil davon sein darf und das erleben darf und ich komme echt immer gerne wieder.